So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Bei uns beginnt eine neue Talk Radio Woche. Und in der Nacht von Montag ist das immer eine freie und offene Sendung. Also wenn ihr mich gerne anrufen wollt, um mit mir über alles Mögliche und Unmögliche zu reden, dann meldet euch, dann ruft an 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Wir sind im Moment noch ohne das WDR Fernsehen, da läuft noch ein Bericht über Josephine Baker, sehe ich hier gerade auf meinem Monitor. Und die Fernsehzuschauer vom WDR Fernsehen kommen so 17 Minuten ungefähr nach 1 zu uns. Jetzt bin ich verbunden mit dem Alfred und Alfred ist 46. Hallo Alfred. Hallo Domian. Schön, dass du da bist. Und was geht's bei dir? Ja, ich habe jetzt vor ca. 5-6 Wochen ein Mädel kennengelernt aus dem Internet. Ich bin mehr real kennengelernt, sie kam zu mir und wir haben uns am Zug real kennengelernt und sind uns praktisch in die Arme gefallen und es hat geknallt und... Sofort? Sofort, ja. Ich habe sofort gemerkt, das Mittel, das hat gezittert am ganzen Leib und meine Knie, die waren total weich, so wie ich sie gesehen habe. Ja, hast du dann am Anfang gechattet und wahrscheinlich telefoniert? Ja. Und ja, dann real am Bahnhof hat es gleich gekracht. Klingt ja gut. Ja, und... Wie alt ist denn das Mädel? Das Mädel ist 20. Oh, großer Unterschied. Du bist 46. Ja, richtig. Ja. Aber wie es eben so sein sollte, ist das Mädel schwanger geworden. Wie bitte? So schnell? Ja, das... Haben wir schon mal was von Verhütung gehört? Oder von... Babywunsch war da bei ihr. Wie bitte? Der Babywunsch ist da noch... Wie? Ich habe sie gefragt, ob sie die Bille nennt, aber sie nahm keine Bille. Ja. Und sie wollte halt ein Baby. Da kanntet ihr euch wie lange, als das Kind entstanden ist? Wie oft hattet ihr euch real gesehen? Ja, das war jetzt zum ersten Mal, dass wir uns gesehen haben, real. Zum achten Mal? Zum ersten Mal. Zum ersten Mal? Ja. Und beim ersten Mal ist sie gleich schwanger geworden? Ja. Ihr seid doch wahnsinnig. Ja, das ist halt... Aber hör mal. Was passiert denn? Nee, sowas passiert nicht mal eben. Finde ich nicht. Aber erzähl mal weiter. Naja, nur jetzt hat sie ja plötzlich Heimweh bekommen und da hatte ich ihr den Vorschlag gemacht, dass wir über Ostern jetzt zu ihren Eltern fahren. Mhm. Wie gesagt, ihre Eltern, die wohnen ca. 500 Kilometer entfernt. Ja. Ist sie denn im Moment bei dir? Nein, sie ist im Moment jetzt überraschend am letzten Freitag wollte sie plötzlich zu ihren Eltern fahren. Ja. Erst über 2 Wochen und dann sagte sie mir, die Fahrkarte gilt 3 Wochen und dann ist sie mit dem Zug am letzten Freitag. Pass mal auf, hier komme ich mit den ganzen Zahlen durcheinander. Du hast die vor 6 Wochen im Internet kennengelernt. Ja, im Internet kannten wir uns schon vorher schon wesentlich länger. Achso, vor 6 Wochen habt ihr euch real kennengelernt? Ja. Ah ja, okay, gut. So, nun ist sie weg. Jo. Nun besteht halt eben die Angst, dass ihre Eltern sagen, bleib doch hier und sie kommt nicht vielleicht und nicht so zurück. Das ist immer eine Angst. Das Ganze, das macht mich irgendwo fertig, also. Ja, du bist doch mit ihr sicher in Kontakt, Mobil, per SMS oder so? Telefonieren tun wir auch hin und wieder, ja. Und wie ist die Stimmung so beim Telefonieren? Eigentlich recht locker und entspannt. Und wie viele Kilometer wohnt sie eigentlich von dir entfernt? Circa 500 etwa. 500. Was macht sie dort, wo sie zu Hause ist, beruflich? Gar nichts. Gar nichts. Und sie wäre unter Umständen bereit, zu dir zu ziehen, da wo du wohnst? Ja, sie hätte bei mir Arbeit kriegen können. Ja. Also Alfred, ich muss jetzt nochmal das aufgreifen von vorhin. Ich finde das wirklich völlig verantwortungslos, dass du als so erwachsener Kerl von 46 Jahren sowas mitmachst. Dass du die Frau zum ersten Mal triffst und direkt es darauf anlegst, dass die schwanger wird. Das finde ich völlig, völlig verantwortungslos. Da gibt es auch nichts zu diskutieren, finde ich. Das Mädel ist 20 Jahre alt, vielleicht hat die ganz andere Vorstellung. Der Mensch, nun gut, ich will nicht, der Altersunterschied ist nicht das Thema. Wenn ihr beide euch mögen würdet und lieben, ist das wirklich wurscht. Das ist auch so. Aber doch nicht nach dem ersten Mal. Und du siehst jetzt schon, gibt es Komplikationen und du weißt gar nicht, woran du bist. Ja, das liegt halt mehr oder weniger an ihren Eltern, sie kennen mich noch nicht. Und ja, das mag ja auch alles sein, aber du siehst, der Fall wäre nicht jetzt schon nicht so schwierig, wenn die Frau nicht schwanger wäre. Ja, ist richtig. Ja. So, was bleibt dir jetzt übrig? Also, ich meine, sie ist immerhin eine erwachsene junge Frau, sie ist ja kein Kind mehr, sie ist 20 Jahre alt.
Und wenn sie kann das ja entscheiden, was sie gerne möchte. Wenn deine Gefühle sind schon tief und ehrlich. Ja, 100%ig sogar. Ja. Ich sitze hier hinter dem Lenkrad die ganze Woche und ich mache mich selber fertig irgendwo. Ich weiß nicht mehr aus, ich weiß einfach kein Rad mehr. Was sagt sie denn über ihre Gefühle? Ihr sprecht doch bestimmt darüber. Ja, das ist im gegenseitigen Einverständnis alles. Aber warum hast du dann ihre Hinsicht. Ja, aber dann ist es doch eigentlich nichts Schlimmes, wenn man dann mal zu den Eltern fährt. Warum hast du da so eine Angst vor? Nee, ich habe keine Angst vor ihren Eltern, absolut nicht. Sie hatte nur Angst, dass ihre Eltern mich nicht akzeptieren, dass sie vielleicht mit dem Altersunterschied nicht zurechtkommen. Weil ihre Eltern scheinen irgendwo mal ein bisschen so konservativer Richtung irgendwo so ein bisschen so. Wird sie den Eltern auch schon erzählen, dass sie schwanger ist? Ja, die wissen das auch. Die wissen das schon? Ja, die wissen das. Ja, und wie haben die jetzt reagiert? Ja, wie gesagt, ich kenne ihre Eltern nicht und sie hat mir darüber nichts gesagt, wie ihre Eltern reagiert haben. Warum nicht? Das hat sie mir nicht gesagt. Das verstehe ich nicht. Das war das Erste, was man dann erzählt. Die waren völlig aus dem Häuschen, die haben geschimpft, oder denen war es egal. Egal wird es denen nicht sein, aber. Ja, so wie ich es aufgefasst habe, müssen sie wohl damit klarkommen. Nur eben halt der Altersunterschied ist halt eben das Problem. Weil sie wünschen sich ja noch auch ein Enkelkind, weil sie haben auch erwachsene Kinder, eigene, und die haben schon so viele Enkelkinder. Und haben sie eben schon gesagt, dass eben das Mädel eben das nächste ist, die auch. Ja. Wie sie mitbringt, ja. Ich sag's jetzt nochmal. Ich finde den Altersunterschied, das ist wirklich das zweitrangige Problem in diesem Fall. Ich auch, definitiv. So, die ist 20 Jahre alt. Wenn die wirklich auch für dich empfindet, so wie du für sie empfindest, wird die sich da auch nicht reinquatschen lassen. Dann wird, das hoffen wir wirklich, weil, ich denke, das ist die Entscheidung eines jeden Menschen, wen er sich sucht, für die Liebe. Ja. Mein Problem ist halt, ich habe schon so viel Pech gehabt im Leben mit Frauen. Ich habe eine Ehe hinter mir, 22 Jahre. Ich konnte der Frau vielleicht das, was sie wollte, sei sexuell oder was weiß ich, nicht bieten, weil ich eben halt eben die ganze Woche unterwegs bin. Und manchmal war ich 14 Tage, 3 Wochen unterwegs damals, die Zeit, wo dann das losging, dass sie auf einmal einen anderen hatte. Dann kam die Trennung und also Kinder, die waren auch fertig, meine Kinder, die waren auch fix und fertig und sind ausgerissen sozusagen. Du hast Kinder schon? Ich habe 3 erwachsene Kinder, ja. Und 4 Enkelkinder. Ah, und schon 4 Enkelkinder? Hey. Wie alt ist dein ältestes Kind? Mein Stiefsohn ist auch mein Sohn, der ist 30. Ja. Und meine jüngste Tochter ist 21. 21. Noch ein Jahr älter als die Stiefmama. Ja, fast genau ein Jahr älter, ja. Du hast Angst, dass du wieder Pech haben wirst. Du hast Angst, dass dir dieses Glück irgendwie durch die Hände flutscht. Ja. Man kann das Glück nicht zwingen, Alfred. Ja, das will ich auch gar nicht. Was du jetzt machen kannst, ist einfach, dass du Signale gibst, du bist für sie da, du liebst sie und du wirst für sie auch, du hast gerade schon gesagt, du hättest dich da um eine Arbeit, oder da war eine Arbeit da. Also im Prinzip, dass du ihr das Signal gibst, ich liebe dich, ich bin für dich da. Ja. Mehr kannst du nicht machen. Ja, sie ist sogar irgendwo, sagte sie mir das auch, eben bei einem Gespräch unter 4 Augen, dass ich sie ein bisschen erdrücke mit meiner Liebe. Ja, das ist genau das, was ich damit meine. Mehr sollst du nicht machen als da sein und ihr Signale geben, ich bin da und ich liebe dich. Umklammer die nicht zu sehr. Wenn sie, hör mal, das ist schon ein absolutes Warnsignal, wenn die nach so kurzer Zeit dir schon sagt, du erdrückst mich, dann erdrückst du die wirklich. Schalte mal ein paar Gänge runter, dann reicht es immer noch. Du musst dir das nicht ständig beweisen, die weiß wahrscheinlich sehr gut, dass du sie willst. Ich habe immer die Angst, dass man so dieselben Fehler macht, wie ich in meiner letzten Ehe gemacht habe. Ich habe die Frau auch geliebt, bis zum letzten Tag sozusagen. Ich wollte auch keine Scheidung, nichts und gar nichts. Aber glaub mir, weniger ist in manchen Fällen mehr. Und das ist in diesem Fall sicher ist sicher so. Du machst mir kaputt, wenn du jetzt da so Gas gibst, als dass du gewinnst. Also ich kann dir wirklich nur raten, Alfred, lass den Dingen jetzt mal so ihren Lauf. Du hast dich positioniert. Die weiß, dass du sie liebst. Die wird wissen, dass du für sie da bist. So. Und jetzt lass sie mal kommen. Ja, wie gesagt, das macht mich innerlich halt fertig. Also das ist okay, musst du durch. Musst du durch. Ja, muss ich durch, aber wie gesagt, bei meinem Job hier ist das Gift eigentlich normalerweise. Was hast du denn für einen Job? Normalerweise einen Kopf frei haben. Was hast du für einen Job? Ich bin Kraftfahrer. Ja. Okay, gut. Also
Aber die Probleme haben wir alle mal, die wir verliebt waren und nicht genau wissen, ob es nun klappt oder nicht. Ich kann dir einfach nur sagen, halt dich etwas zurück und kann dir auch nur von Herzen wünschen, dass vor allen Dingen jetzt auch, wo sie schwanger ist, dass ihr beide euch da wirklich findet. Aber schalt einen Gang zurück, sage ich zu dir als Kraftfahrer. Entscheidend ist halt nur, dass sie eben sich nicht reinreden lässt von ihren Eltern. Ja, das ist entscheidend, aber da kannst du auch nichts machen. Im Prinzip ist deine Rolle einfach die des jetzt erstmal Abwartenden, diszipliniert Abwartenden, finde ich. Mhm. Mein lieber Alfred, ich wünsche dir alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Ihnen auch, ja. Tschüss. 0800 220 5050. Wenn ihr mich auch gerne erreichen wollt, dann meldet euch. Und es hat sich gemeldet bei mir der Alex und Alex, oder die Alex, keine Ahnung, 14 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Die Alex. Der. Hallo Alex. Grüß dich. Und was geht's bei dir? Ich sehe dich doch gar nicht. Nee, wir sind noch nicht im Fernsehen, aber nur... Ach so, ja. Entschuldigung. Da ist nur eine dicke, schwarze Frau im Fernsehen, das bin nicht ich. Schön, dass ich dich mal reiche. Ja, ich freue mich auch, dass ich... Ich schon so oft versuche, wenn ich später Schule habe. Und im Moment hast du morgen keine Schule? Doch, später, 9 Uhr. Später, ja, 9 Uhr. Aber ich muss dich mal ohne sprechen. Okay, leg los. Ich habe ein bisschen Sorgen mit meinen Eltern. Mhm. Und zwar, ich lebe jetzt mit meiner Mutter, weil mein Vater ist schon seit anderthalb Monaten nicht mehr nach Hause gekommen, aber ohne irgendwas zu sagen, Bescheid zu geben. Ihr wisst gar nicht, wo er ist? Ja, wir haben zwar irgendwie Gedanken gemacht, also, dass er vielleicht bei seiner Familie ist irgendwo, aber so hundertprozentig wissen wir das nicht. Aha. Und meine Mama macht sich natürlich auch, die weint auch viel. Ja. Und ich finde das von meinem Papa nicht okay, dass er sich einfach so, also uns im Stich lässt. Finde ich auch. Ohne irgendwie was zu sagen. Sehe ich genauso. Bist du das einzige Kind? Meine Mama hat noch zwei große Kinder. Ja, das... Ich war schon mal verheiratet und mein Papa war ganz früher auch schon mal. Die Kinder von meinem Papa sind auch so alt wie die von meiner Mama. Ach so, also aber du bist das einzige Kind zwischen deinem Papa und deiner Mama. Ja, meine Schwester, die ist heute 25 geworden, die Melanie. Sag mal, und hat deine Mutter denn mal rumtelefoniert, wo er sein könnte? Eigentlich will mein Papa sowas nicht, ne? Aber ja, ist ja klar, wenn man das macht, ne? Ich habe ihm mal eine SMS geschrieben, so fragt und auch so immer mit so einem Liebesbeweis da drin, damit er nicht irgendwie einen Bammel hat. Ja. Aber der hat mich keine Reaktion. Keine Reaktion. Und dann hatte die Mama, musste die am 5. März am Krankenhaus, da ist dann die Schwiegermutter, also die Mutter von meinem Papa, die ist wohl im Krankenhaus gekommen und da war die da und hat sie besucht und war die Einzige da. Und da war durch Zufall davor, haben aber schon dem Papa schon, wir eigentlich schon seit Anfang Februar nicht mehr bei uns zu Hause gewesen. Und durch Zufall habe ich das der Mama gesagt, da war der ganz kurz da, aber nur ganz kurz und ist direkt wieder abgehauen. Ach. Und ich habe vor der Zimmertür gestanden, weil die Oma da am Tropf lag. Also das war schon mal ein Lebenszeichen von ihm. Ja, der hat die Mama und mich behandelt, als wenn wir gar nicht da gewesen wären. Weißt du, ob deine Mama und dein Papa, bevor er abgehauen ist, hatten die Streit miteinander? Mein Papa hat schon viele Jahre Probleme mit dem Alkohol. Und so Mitte Februar war da mal durch Zufall an einem neutralen Ort im nüchternen Zustand mein Vater ein Gespräch. Ja. Und da haben meine Mama ihm nur gebeten, vielleicht mal irgendwas zu unternehmen, dass er vom Alkohol ein bisschen wegkommt. Ah ja, ich verstehe. Und er hat wohl zu der Mama gesagt, das möchte er nicht, weil er sich so als Mann wohlfühlt. Sag mal, deine Mutter, deine Mama hat aber nicht die Sorge, dass da irgendwie ein Verbrechen vorgefallen ist. Nein, nee. Nee, wir haben am 5. März ja noch gesehen. Weil ihr ihn gesehen habt, genau, wie du gerade gesagt hast. Und, das heißt, der hängt irgendwo ab. Der trinkt nach wie vor viel Alkohol und hat sich Papa, aus dem Staub gemacht. Der ist Handwerker, Maurer und Fliesenleger und der geht abends immer in die Wirtschaft. Geht er denn zu seinem Beruf, weißt du das, zu seinem Job? Ja, doch. Der Papa ist immer, da muss ich ehrlich sagen, der geht sogar 6 Tage in der Woche dahin. Ja, aber da könntet ihr oder deine Mutter ihn noch mal abfangen, wenn er da... Das hat meine Schwester mal gemacht, weil der mal Papa nicht will, dass die Mama das macht. Dann gibt es vielleicht Ärger und dann ist der Papa sauer und bleibt noch länger weg. Ach so, also. Und da hat die Frau da im Büro gesagt,
dass der Papa das nicht will, dass man da anruft. Ach so. Ja. Also Alex, weißt du, der Chef? Der Chef von meinem Papa ist auch, der will auch nicht, dass er immer so viel trinkt, weil da immer mal Dinge passieren, die nicht erlaubt sind und dann. Also, die Sache ist, der Papa ist weg, da ist nichts passiert, der will mit euch im Moment keinen Kontakt haben. Ja, aber das finde ich auch sehr schlimm, dass er sich da aus dem Staub macht und dich und deine Mutter alleine lässt. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Ja. Das Schwierige ist jetzt nur, ihr könnt wahrscheinlich gar nichts machen, dass der zurückkommt, wenn der das von sich aus nicht will. Aber ich habe meinem Papa mal einen Brief geschrieben. Ja. Und zwar nach der Adresse von der Oma, weil er ja keine eigene Adresse hat. Ja. Und einen Brief nach seinem Chef, also in der Firma, aber an ihm. Ja. Weil ich weiß ja nicht, wie ich meinen Vater sonst erreichen kann. Weil aber da hat er gar nicht drauf reagiert. Nee. Das ist wirklich nicht sehr, sehr nett von deinem Papa. Sein Chef hat mir nur auf dem Handy gesagt, dass er den Brief weiterleitet. Weil ich habe ihm gesagt, ich habe irgendwie keine Möglichkeit, am Kontakt zu kommen. Also dir geht das Ganze sehr deiner Mutter auch. Weil die geht nicht mehr raus. Die ist nur noch am Heulen. Alex, ich wäre es möglich, dass wir vielleicht auch mal mit deiner Mama sprechen könnten? Nicht jetzt sofort, aber vielleicht nachher mal oder morgen. Ja. Weißt du das? Weiß deine Mama, dass du hier anrufst? Jetzt habe ich das so, aber ich sage das. Ja, ich wollte jetzt erstmal selber mich gucken, informieren. Weil ich mir Sorgen auch um die Mama mache. Verstehe. Alex, warte mal einen kleinen Moment, ich muss mal eben die Leute, die Zuschauer im Fernsehen begrüßen und dann reden wir weiter, okay? Ja, danke. Ja, danke. Bleib mal dran. Ja. Ihr lieben Leute vom WDR-Fernsehen, nun seid ihr auch da, ich begrüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir bitten die Verspätung zu entschuldigen und haben hier im Radio bei 1Live und im WDR-Fernsehen schon angefangen. Und ich spreche gerade mit dem Alex. Alex ist 14 Jahre alt und sein Papa ist abgehauen. Papa ist Alkoholiker und meldet sich nicht zu Hause. Es ist nichts passiert, also kein Verbrechen vorgefallen. Er geht zur Arbeit, aber er lässt die Mama und den Alex völlig hängen. Und daher bist du sehr traurig, Alex, ne? Ja. Ja, und deine Mama natürlich auch. Und ist das eigentlich falsch, dass ich versuche, meinen Vater zu erreichen? Doch, das finde ich völlig in Ordnung. Ich finde das gut, dass du das machst. Und ich finde es ziemlich beschissen, dass dein Vater sich nicht meldet und dass er sich nicht zurückmeldet, wenn du ihm Briefe schreibst und SMS, und das ist nicht in Ordnung. Ist das denn falsch, dass ich zu meinem Papa sage oder die Mama zum Papa sagt, er soll ein bisschen was unternehmen, wegen, dass er vom Alkohol ein bisschen runterkommt? Nee, das ist auch nicht falsch, Alex. Das ist auch richtig. Aber weißt du, wenn jemand schwer alkoholkrank ist, dem kann man in der Regel gar nicht so helfen. Das muss der selbst machen. Aber er sagt, er ist nicht krank am Alkohol. So, und weißt du, das ist ein Zeichen, dass er noch gar nicht kapiert hat, wie schlimm es ist. Denn erst wenn jemand das kapiert hat, wie schlimm es ist, dann sagt er auch, ich bin alkoholkrank. Der denkt, das ist wahrscheinlich so, er trinkt sich mal ein Bier und das ist gut. Aber ihr seht das ja offensichtlich ganz anders und er hat ein richtiges Alkoholproblem. Die Mama und ich sagen ja nicht, da kann der auch Bier trinken, mal nach Arbeit und so. Aber, weil das ist ja immer so, also fast die ganze Woche. Und dann hat man keinen richtigen Kontakt mehr mit ihm und das ist auch nicht so schön, das ist schade. Also ich glaube, dass du auf jeden Fall alles richtig gemacht hast bisher. Dein Papa hat alles falsch gemacht. Wir wollen nicht die Schuld für ihn geben. Nee. Nur wir wollen ihm mitteilen, dass wir vielleicht ihm auch helfen können. Ja, das finde ich super nett von dir. Nur er hat an dem letzten Mal, wo die miteinander gesprochen haben, wo der Marit nüchtern war und klar sprechen hat, die Mama gesagt, dass er was tun muss, damit unsere Familie gerettet wird, also er, sie und ich. Hat die Mama recht. Dass wir wieder ein Leben machen können. Hat die Mama recht. Jetzt habe ich dir gerade, ich habe dich ja gerade gefragt, ob wir mal mit deiner Mama sprechen können. Ich glaube, das wäre ganz gut. Wenn das geht, morgen Abend. Ja. Also das fände ich jetzt wirklich eine gute Idee, dass wir Kontakt aufnehmen zu deiner Mutter, zu deiner Mama. Und dann auch mal im Hintergrund beraten, wie wir euch vielleicht mit ein bisschen Rat und Tat noch zur Seite stehen könnten. Ich erzähle meiner Mama morgen, was ist, und dann. Genau. Ich bin nicht böse, aber ich wollte mal wissen, was ich unternehmen kann. Weißt du, Alex, du hast ja schon eine ganze Menge unternommen. Wenn du aber das willst, dann schreib ihm ruhig nochmal einen Brief. Und schreib ihm nochmal einen Brief. Aber guck mal, meine Schwester, die hat Geburtstag gehabt. Und da habe ich gedacht, heute versuchst du mal beim Papa anzuklingeln. Und weil ich nicht immer so viel Geld am Handy habe, habe ich sie angebimmelt. Aber der ruft nicht zurück. Der weiß, dass ich das bin.
Finde ich ziemlich gemein. Und auch meine Schwester habe ich gefragt, der Papa hat sich nicht gemeldet. Mhm. Mein Bruder hat auch vorige Woche Geburtstag gehabt, der hat nicht gemeldet, aber ist nicht so ganz so schlimm. Aber so tun, wir wissen, dass er da ist. Mhm. Aber er sich nicht irgendwie von sich hören lässt. Ja, also du kannst ja ruhig das schon noch ein bisschen weiter versuchen. Das finde ich schon. Mama kann ja auch, finde ich schon in Ordnung. Als Kind, vielleicht hat er eine neue Familie und will uns das nur nicht sagen. Ja, vielleicht auch. Pass mal auf, Alex, wir machen es mal so. Jetzt, der erste Schritt ist, dass wir dich jetzt gleich nochmal anrufen. Legst du auf und die Sabine, meine Psychologin, die im Hintergrund mitarbeitet, die ruft dich jetzt an. Ja. Und dann vereinbart ihr mal das Gespräch mit morgen zwischen uns und deiner Mama. Mhm. Dann versuchen wir mit vereinten Kräften vielleicht doch ein bisschen euch zu helfen. Mhm. Ich finde, dass du ein toller Kerl bist und dass du eine ganze Menge schon unternommen hast. Weißt du, ich habe ein bisschen Angst um meine Mutter. Ich will da nicht so laut sein, aber die hat schon einen Brief geschrieben, so an unseren Pastor, der mich getauft hat. Mhm. So ein Brief für wie Testament, dass sie sich um mich kümmern müssen. Also hast du Angst, dass da was Schlimmes passiert? Ja, umso wichtiger, dass wir mit deiner Mama sprechen. Also ich habe da Angst. Ich gehe auch sonst immer gerne in die Schule, aber gehe ich heute nicht in die Schule. Ja, ich habe Angst um meine Mama. Verstehe. Also wir werden uns jetzt mal kümmern, lieber Alex. Erst kommt ein bisschen auch. Funk 1 ist jetzt auch ein bisschen komisch. Ja. Jetzt legst du mal bitte auf, rufen wir dich mal an und alles weitere wird dann auch auf morgen vertagt im Gespräch mit deiner Mama, ja? Mhm. Also, kannst du mir auch ein Bild von dir schicken? Ja, das kann ich. Ja? Dann sagst du gleich meiner Mitarbeiterin deine Anschrift und dann mache ich das. Mhm. Ja? Ich finde euch auch ganz toll und du bist ein ganz toller Mann. Danke schön. Ein toller Kerl. Ich gucke oft auch in den Ferien. Ja. Ja, und ich sehe euch oft. Lieber Alex, danke für das Kompliment, das freut mich sehr. Alles Liebe, wir rufen dich gleich an. Tschüss. Ja, danke. Tschüss. Ciao. Das war der Alex, 14 Jahre alt, der sich große Sorgen um seine Mama macht und natürlich auch um seinen Papa, aber ich glaube auch noch mehr um die Mama. Und wir wollen mal versuchen, dass wir da einen guten Kontakt herstellen. So, hier ist die Anne. Und Anne ist 55. Guten Morgen, Anne. Ja, guten Morgen, Domian. Schönen guten Morgen. Was ist dein Thema, Anne? Warum rufst du mich an? Jetzt rufe ich mal an, weil ich auch dich öfters des Nachts höre. Mhm. Und jetzt bin ich leider selbst betroffen. Und zwar habe ich am Samstag erfahren, dass mein Mann, der öfters im Rheinland zu tun hat, in der großen Stadt, Bordell besucht, so super Luxusbordells. Ich habe jetzt schon ein bisschen nachrecherchiert. Mhm. Und da sind jetzt schon 30.000 Euro weg innerhalb von dreiviertel Jahr. Wie bitte? 30.000 Euro? Ja, da wird auch noch mehr. Und jetzt habe ich geschnauzt, er ist, sagen wir mal, ein Buchhalter. Das heißt, er hat schön alles abgeheftet. Moment, der hat in einem Dreivierteljahr fast 30.000 Euro. Ja, aber nur wöchentlich habe ich jetzt gesehen. In Luxusbordellen ausgegeben? Ja. Und noch schlimmer ist... Was macht denn der da? Da trinkt er nur Champagner, trinkt Kaviar und hat die... Er sagt, er trinkt nur ein Bier und die Mädels. Und ich habe jetzt, wir haben offen drüber geredet, weil ich bin jetzt leider, oder Gott sei Dank, über dich habe ich ja viele Sendungen gesehen, wo manche sich outen. Mhm. Und da habe ich ihm das klipp und klar gesagt, er weiß, dass ich abends ab und zu mal gucke, er interessiert sich aber nicht dafür. Mhm. Und habe ich gesagt, du hör mal, ich weiß schon Bescheid, wie das schaut. Da haben sich ja auch schon Prostituierte gemeldet, weil er meint natürlich, sie machen das alles aus Liebe, ne? Oder nicht aus Liebe, weil er so ein toller, weil er so nett ist. Achso, so wollte er dir das verkaufen? Ja, klar. Wie hast du das denn überhaupt rausgekriegt? Ich gar nicht, meine Töchter. Er hat ich habe gemerkt, da stimmt was nicht. Mhm. Und jetzt bin ich aber nicht misstrauisch. Wir sind auch 25 Jahre verheiratet. Mhm. Und ich schnauze auch nicht nach. Und ich habe aber gemerkt, da stimmt was nicht. Er steht unter Druck, hat Zwänge und er wascht sich die Hände. Und das ist ja nicht normal. Stimmt. Ja. Und dann haben wir gesagt, und dann sagt er, ja, er hat Dröhnen oder Druck. Oder da dachten wir, Stress bis Burnout. Mhm. Und die Tochter, die ist 22 und da hat sie nochmal mit ihm geredet. Und dann sagt er, da komm mal im Büro vorbei. Mhm. Und da hat er ihr gesagt, er besucht Bars. Und dann war mir klar, wenn er Bars besucht, das ist ja nicht nur, ne? Ja. Hat er nie gemacht, auch er hat auch gesagt, 25 Jahre nicht. Und diesen Druck, diese Zwänge mit dem Händewaschen, du denkst, da besteht ein Zusammenhang, weil er ein schlechtes Gewissen hat? Nee, ja, das kommt mit, aber er scheint, und er geht Ende der
auf die 60 zu. Das heißt, da kommt jetzt nie Krankenschein gemacht, nie krank, viel gearbeitet. Mhm. Das geht auch in Richtung Burnout oder in sich selbst suchen. Er liest viele psychologische oder psychiatrische Bücher, alles. So, dann habt ihr beiden das erste Mal Samstag drüber gesprochen? Ja, da bin ich aus aller Wolke gefallen, weil so hätte ich nicht gedacht. Ja, klar. Wie hat er sich denn dir gegenüber denn verhalten? War er kleinlaut? Hat er sich entschuldigt? Er sagt, theoretisch musste er, dass ich von der, er wusste ja, die beiden Töchter wissen das, weil die eine Schwester das der anderen gesagt hat. Nee, er wollte das jetzt mal loswerden. Ja. Und durch Zufall habe ich gesagt, du, wir stehen dir bei, wir helfen dir, weil ich gesehen habe, er steht unter Zwang. Aha, also du bist jetzt gar nicht ganz erzürnt, sondern stehst an seiner Seite. Ich dachte, er hätte jetzt wirklich Burnout, solche Probleme. Ja, also ist wahrscheinlich schwierig auseinanderzuhalten. Ja, ist er einfach ein bisschen ausgepowert im Moment? Nee, ganz ruhig, er ist ein stiller, ruhiger. Also ich hätte. Ist er denn früher dir immer treu gewesen? Ja, er sagt das auch. Er sucht auch nicht nach einer Freundin. So, jetzt aber nochmal die Erklärung. Wenn ich kraftlos bin im Moment, du sagst Burnout, das heißt ja, man hat sich so ausgeleert, die Batterien sind leer. Warum gehe ich dann zu einer Luxushure? Ja, das habe ich ja jetzt auch gefragt, wie das gekommen ist. Er hat dem Taxifahrer gesagt, abends, er ist öfters im Rheinland unterwegs, also einmal die Woche im Rheinland. Mhm. Und da ist er ja auch im Hotel. Und da hat er wohl abends mal zu einem Taxifahrer gesagt, weil ich bestimmte Sache, er hat ein bisschen Knies mit mir gehabt. Mhm. Dann hat er dann zum Taxifahrer gesagt, er soll ihn mal irgendwo hinfahren. Und der hat ihn dann in so ein Etablissement gefahren. So, und so fing es an. Ja, er sagt, er hat nur was getrunken und jetzt ist es so, es geht, also ich habe jetzt... Wobei, ich muss das nochmal sagen, wobei mir das nicht in den Kopf geht, dass der in einem Dreivierteljahr 30.000 Euro da ausgegeben hat. Er hat es bei der Bank abgebucht und noch schön abgeheftet mit einem Kreuz hier dran. Hat er den Mädels Diamanten geschenkt oder was? Nee, er sagt nicht wie, er sagt, er trinkt nicht viel, die Mädels. Also dir ist es noch nicht ganz klar, wo das Geld geblieben ist? Nee, ich sehe es ja in einer Nacht, in einem Etablissement, ich habe mir im Internet das jetzt schon angeguckt. Ja. Einmal 2.000, einmal 3.000. Oh, der hat aber gut richtig draufgehauen. Also, ja. Da hat er aber die Puppen tanzen lassen. Ja, und das Problem ist jetzt, die bearbeiten ihn, das habe ich spitz gekriegt. Wer? Die, mit dem SMS. Mein Mann hat nie Handy benutzt. Ja. Und jetzt habe ich schon gesagt, du bist doch nicht pubertär. Wie, die bearbeiten ihn? Die Huren schreiben ihm, er soll kommen, oder? Ja, ja. Wir haben jetzt. Was sagt er denn? Sagt er denn jetzt, ich will es nicht mehr? Er sagt, er steht jetzt unter einer Zwanghörigkeit. Er wird hörig, die bearbeiten ihn auf einer Basis, die er nicht gewohnt ist, und da verfällt er dem. Ich glaube, der erzählt ja noch nicht richtig die Wahrheit. Das ist mir alles ein bisschen dubios. Er ist uns zuliebe, also der Tochter zuliebe, auch zur Psychologin, zum Psychiater. Er hat jetzt schon neurologisch, weil er sagt, er hat was im Kopf. Und jetzt, wissen Sie was? Ich habe gesagt, die haben dir was reingemacht. Ja. Wie wäre es denn erstmal, das Handy wegzuschmeißen? Oder die? Nee, ich habe ja gesagt, mach da nicht. Er wäre jetzt neugierig, sagt er. Ja, das ist ja schon wieder Quatsch. Was anderes. Die haben ihm Koks gegeben. Das hat er. Ich habe gesagt, sag mal, du bist mal abends hier eingeschlafen. Ja. Und du hast ganz sicheres Zeug. Ich dachte, Mensch, der wird doch nicht demenzkrank werden. Also Moment mal. Was ist jetzt die Richtung? Wie will er sich jetzt verhalten? Will er nochmal dahin gehen? Ich denke ja. Warum? Weil er angezogen sich fühlt. Weil so Milieu, aber nicht die Nutte, sondern das Milieu zieht ihn an. Und deshalb habe ich gedacht, jetzt möchte ich mal wissen, wie das funktioniert. Wie meinst du das? Dieses Milieu. Anne, also pass mal auf, ich gleich mal vorne weg. Ich würde das nicht mitmachen an deiner Stelle. Das Milieu zieht ihn an. So ein Quatsch. Ich habe gesagt, ich ziehe mich ab morgen aus dieser Etappe raus. Aber jetzt, was tue ich? Ich habe ja noch nie mich interessiert. Jetzt bin ich ja, ich muss ja psychisch jetzt auch mal wissen, was tue ich für mein Seelenwohl? Weil ich habe gesagt, wenn du die Bach runtergehst, dann bitte alleine. Ich kann mit deinen Worten erwachsener Menschen. Bist du sehr verletzt aufgrund dessen, was er getan hat? Im Moment bin ich, was heißt verletzt? Im Moment bin ich wie tot, also nicht wie tot, ich bin geschockt. Ja, geschockt. Du stehst noch unter Schock. Ich ziehe aber an Hände und Füße, aber ich bin, sagen wir mal, ich kann schon überlegen. Was heißt verletzt?
Was so, ich finde, der muss jetzt erstmal was auf den Tisch legen. Ja, der muss dir eine Entscheidung sagen. Der muss sagen, pass mal auf, liebe Anne, das ist ganz schlimm, was da gelaufen ist. Ich mache da jetzt einen Strich drunter. Das macht er nicht, habe ich das verlangt. So, da musst du so ist es. Ich muss einen Strich. Ja, du musst was machen, ja. Das ist doch völliger Unsinn. Das Milieu zieht ihn an oder Quatsch. Ja. Wenn er zudem irgendwie neurologische Probleme hat, was du gerade angedeutet hast, ja, dann soll er zu einem Psychiater oder zu einem Therapeuten gehen. Da ist er, aber nee, die haben dem Koks gegeben. Ja gut, davon verändert sich eine Person aber auch nicht, wenn er 3-4 Mal mal gekokst hat. Das ist ich auch nicht die keine Welt. Ahnung. Nee, das ist auch nicht die Welt. Das kann man. Okay, das weiß ich nicht. Ich dachte, das wäre jetzt so verheerend, dass das schon Auswirkungen hat. Ich weiß ja nicht, was sie ihm vielleicht sonst noch gegeben haben, weil da wäre natürlich ein Arzt ein richtiger Ansprechpartner. Die Frage ist jetzt, wie ihr beide jetzt miteinander lebt demnächst. Er will da weiter hingehen und du sagst, nee, mein Freund, so nicht. Genau, jetzt möchte ich mal wissen, was sie sagen würde, weil da hängt ja jetzt vieles dran. Ja. Doch durch eine Sucht oder durch eine Hörigkeit jetzt nicht mit reinziehen lassen. Nein, definitiv nicht. Du musst dich einmal abgrenzen. Und ich finde, du hast auch alles Recht der Welt zu sagen, Junge, entscheide dich für uns, für unser Leben geh in diese Glitzer-Glamour-Welt. Habe ich gesagt, dann geh mit denen. Und da habe ich gesagt, und wenn du nichts mehr hast, kriegst du von denen einen Tritt in den Hintern. Mhm. Und das macht ihm aber nichts aus. Ist der denn bereit? Das ist ja immer so eine gute Methode, um Ehepartner wirklich ins Gespräch zu bringen. Würde der mit dir zusammen zu einem Therapeuten gehen? Ja. Gut. Aber der Therapeut hat schon gesagt, er kann ihm nicht helfen, wenn er nicht will. Also er hat ihm alles gestanden, noch vor mir. Ja, aber das finde ich schon mal gut, wenn er sagt, ich gehe da mit hin, dann geht ihr beiden erstmal zusammen zu einem Therapeuten. Das ist vom Krankenhaus ein Therapeut angeschlossen. Ich weiß ja nicht, ob das richtig war. Er sagt, er ist so jung, der versteht ihn nicht. Ja, das ist immer ein Problem. Da würde ich dich gleich mal beratend weitergeben an meine Psychologin. Die wird ja doch einen besseren Rat geben, an wen ihr euch da gezielt wenden solltet. Also, erster Schritt wäre, du hast eine klare Position. Ja. Nämlich, das macht man mit dir nicht. Nein. So, Punkt. Das zweite ist, wenn er dazu auch bereit ist, geht ihr zusammen zu einem neutralen Menschen. Dann habe ich trotzdem eine Frage, wenn einer zuhören würde jetzt. Mich würde wirklich interessieren, mit welcher Masche arbeiten die, dass ich das mal weiß und vielleicht. Ja. Aber ich werde wohl nichts machen können. Ja. Aber also, ich hätte da gerne mal gewusst. Ich glaube mal, dass da keine riesengroße Masche hintersteckt, sondern dass dein Mann einfach da auf den Geschmack gekommen ist und er einfach da die Puppen mal tanzen lassen und weniger die Mädels dran schuld sind, als er schuld ist. Das ist ja klar, ich habe gesagt, die Mädels, dass wir sind da drauf getrimmt, das ist ja logo. Gut, wenn wir da irgendeinen interessanten Tipp kriegen, reichen wir gerne an dich weiter. Bitte. Jetzt reiche ich dich erstmal weiter an meine Psychologin, an die Sabine, mit der kannst du vielleicht auch noch ein paar andere Sachen erörtern, die dich interessieren. Ja. Du legst auf und wir rufen gleich zurück, liebe Anne. Dankeschön. Alles Gute, Anne. Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, morgen ist Themennacht. Morgen heißt unser Thema, eigentlich hätte Anne morgen auch anrufen können, aber nun war es heute dringend und das war ja auch richtig so. Morgen heißt unser Thema, soll ich oder soll ich nicht? Steht ihr vielleicht im Moment in einer Situation, wo ihr nachdenkt, soll ich das jetzt tun oder soll ich das tun? Soll ich das tun oder soll ich es nicht tun? Soll ich zum Beispiel mich nach einer Straftat selbst anzeigen oder nicht? Soll ich meinem Kind sagen, vielleicht, dass das Kind durch eine Vergewaltigung entstanden ist oder soll ich lieber schweigen? Soll ich meinen Angehörigen sagen, dass ich sehr schwer krank bin oder soll ich schweigen, um sie zu schonen, damit die sich keine Sorgen machen sollen? Wenn ihr so eine, ja, in so einer Zwickmühle stecken solltet, das muss ja gar nicht so eine aktuelle sein, ihr könnt ja vielleicht schon eine ganze Weile in so einer Zwickmühle stecken und ihr Lust habt, mit mir darüber zu beraten, dann meldet euch morgen. Also soll ich oder soll ich nicht? Soll ich das tun oder soll ich es nicht tun? Ihr könnt rund um die Uhr mailen und natürlich ab 0 Uhr anrufen und morgen sind wir hoffentlich pünktlich dann auch um 1 Uhr hier im WDR Fernsehen und im Radio bei 1 Live und bei 1 Festival. Jetzt geht's weiter mit dem Hans und Hans ist 67. Guten Morgen, Hans. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Hans. Was ist dein Thema? Ja, das ist gar nicht so einfach. Ich werde es mal so kurz fassen, wie es möglich ist. Ich bin also sehr krank. Die letzte schwere Diagnose zu 2 Herzinfarkten, Arthrose, Wirbelsäule ist Blasenkrebs. Oh. Ich bin seit 6,5 Jahren nicht mehr draußen gewesen.
und hätte jetzt die Möglichkeit, beim Sohn, der gebaut hat, ins Haus zu ziehen. Mhm. Darf ich mal fragen, warum du 6,5 Jahre wegen der Erkrankungen nicht draußen gewesen bist? Ja, ich kann laufen, aber keine Treppen steigen. Ich wohne im Altbau in der 3. Etage und das sind 6 Treppen, die schaffe ich nicht. Ach so. Da warst du 6,5 Jahre in der Wohnung? 6,5 Jahre war ich nicht draußen, ganz recht. Und das ist was Grausames, vor allen Dingen, wenn die Sonne scheint, man hört die Vögel zwitschern. Natürlich. Hast du wenigstens einen Balkon? Nee, habe ich auch nicht. Auch nicht. Lebst du alleine? Nein, nein, mit meiner Lebensgefährtin und das ist der eigentliche Punkt. Ja. Sie pflegt mich. Wir sind seit 35 Jahren zusammen. So alt ist auch der Sohn, der jetzt gebaut hat. Ja. Und sie würde dem zustimmen, aber sie könnte nicht mitkommen, weil Schwiegertochter und Schwiegermutter wie Feuer und Wasser sind. Die verstehen sie überhaupt nicht. Ach so, also da steht das Angebot deines Sohnes, zu ihm ins Haus zu kommen. Eben eher dich vielleicht zu wohnen, dass du auch raus kannst in den Garten. Genau, von der Terrasse wäre man gleich, ich habe ja auf dem Laptop Aufnahmen gesehen, man wäre gleich draußen. Kannst du denn gut mit der Schwiegertochter? Wir können ganz gut, Aber deine Lebensgefährtin und die Schwiegertochter, die können nicht miteinander? Nee, von Anfang an nicht. Von Anfang an nicht, da ist auch nichts hinzubiegen. Da ist kaum was hinzubiegen. Nur ist meine Frage, sie sagt mir, mach es, wenn es für dich gut ist, aber mein schlechtes Gewissen kommt dann durch. Wie weit wohnt ihr denn, würdet ihr auseinander wohnen? Ja, das ist mit dem Auto, mit dem PKW, mit einem normalen, 15 Minuten, mit dem Bus eine halbe Stunde vielleicht. Also nicht so ganz weit, aber auch nicht so ganz nah, dass man mal eben so um die Ecke gehen kann. Nee, das auch nicht. Das nicht. Wie verstehst du dich denn mit deinem Sohn? Prächtig. Prächtig. Also ich würde fast sagen, wir lieben uns. Ja. Und wie ist dein Verhältnis zu deiner Lebensgefährtin? Das ist ein kleines bisschen in den letzten Jahren erkaltet. Was heißt erkaltet? Ja, zum Beispiel auch im sexuellen Bereich. Ja. Na gut, du warst ja auch noch schwer krank. Das ist aber auch durch meine Krankheit bedingt, genau. Da will ich ihr nicht die Schuld geben, das liegt wohl auch an uns beiden. Wie ist denn so euer Umgang miteinander im Alltag? Der ist, bis auf einige Gefechte, die es überall gibt, lieb und nett. Ja, also ist schon eine wichtige Person in deinem Leben. Eine sehr wichtige. Eine sehr wichtige. Die hat dich jetzt, die Frau, auch durch diese 6,5 Jahre halt auch getragen, also im seelischen Sinne, hat dir beigestanden. Nicht nur im seelischen Sinne, sondern auch körperlich, nicht? Denn ich kann ja bei keinem Einkauf helfen, ich kann nichts tun. Die Frau, die muss alles machen. Das ist aber eine schwierige Situation. Ja, eben. Deshalb wollte ich mal wirklich von einem absolut Außenstehenden, der mich nicht kennt, der die Frau nicht kennt, der den Sohn nicht kennt, was der dazu sagt. Das habe ich auch dem Regisseur gesagt. Ich brauche wirklich mal, ich probiere jetzt schon seit 3 Wochen, heute habe ich mal Glück, wirklich mal. Also eine große Sehnsucht von dir ist schon, endlich mal wieder rausgehen zu können. Oh ja. Gab es denn, lass mich das nochmal fragen, in den Jahren nicht mehr die Möglichkeit, dass man dich mit einem Stuhl hätte runtergetragen und... Doch, die hätte sie geben, das wollte ich nicht. Weil du zu stolz dafür bist, oder... Ja, vielleicht falscher Stolz, dessen bin ich mir bewusst. Ja, ja. Aber es ist halt so, genauso wie man mir damals angetragen hat, diverse Therapien zu machen, die ich alle abgelehnt habe. So, wenn jetzt das Problem mit der Lebensgefährtin und der Schwiegertochter nicht bestünde, würdest du mit wehenden Fahnen zu deinem Sohn ziehen? Aber klar. Wie stellt denn, und deine Lebensgefährtin hat gesagt, ich möchte dir da nicht im Wege stehen. Ja. Wie stellt sie sich das denn dann vor, wie das funktionieren könnte? Ja. Würde sie dann in dieser Wohnung wohnen bleiben, in der ihr jetzt wohnt? Ja, sie würde vielleicht eine kleinere Wohnung bekommen. Sie wäre auch abgesichert, denn das ist ja nicht so, dass man aus der Welt wäre und sie im Stich lassen würde. Ja. Ist es denn das Verhältnis zumindest so zwischen ihr und der Schwiegertochter, dass sie dich da besuchen könnte schon? Ja, wenn sie nicht da ist. Hast du denn da keinen eigenen Eingang in dem Haus? Nee. Das nicht? Nee, das wäre... Ach so, das heißt... Nee, sind sie so spinnefeind, dass sie sich nicht begegnen sollten oder wollten. Warum hassen die sich denn so?
ja, das würde zu weit führen, ja, in dieser Sendung und deinen Rahmen sprengen. Ja. Das fing damals mit der Verlobung an und die beiden konnten von Anfang an nicht, da hat es Differenzen gegeben wegen Nichtigkeiten, das hat sich richtig hochgeschaukelt. Was hast du denn für einen Eindruck? Deine Lebensgefährtin hat gesagt, sie möchte dem nicht im Wege stehen. Ist das wirklich ehrlich gemeint? Oder meinst du, dass sie auch sehr traurig wäre, wenn ihr nicht mehr zusammen wohnen würdet? Ja, also wenn ich ganz ehrlich bin, ich meine, man kennt sich ja im Laufe der Jahrzehnte, kennt man sich recht gut. Eine gewisse Traurigkeit im Herzen würde schon da sein. Bei dir auch? Auch. Würde ich lügen, wenn ich sagen würde, nein. Aber, ja, klar, wie lange seid ihr zusammen? Ja, so alt wie der Sohn ist, 35 Jahre. Ja. Aber du sagst, sie sagt auf der einen Seite, sie würde alles tun, was für mich gut ist und auch mitmachen oder wie immer man sich da ausdrücken mag. Könntest du dir vorstellen, dass es für sie vielleicht, und das waren ja für sie nun auch sehr schwere Jahre, die letzten Jahre, vielleicht sogar auch eine gewisse Erleichterung wäre, wenn sie mal alleine wohnen würde? Das hoffe ich, oder dass wenn ich jetzt da grünes Licht geben würde, dass es eine gewisse Erleichterung ist, denn sie sieht mir ein bisschen schlecht aus und abgearbeitet und ich weiß nicht, das ist, glaube ich, alles ein bisschen viel. Als das zum allerersten Mal Thema war, wie war Ihre ganz spontane Reaktion? Ja, die Entscheidung überlasse ich dir. Ich würde all dem zustimmen, was für dich am besten ist. So, jetzt muss ich nochmal fragen. Kann denn dein Sohn, ich meine, das ist so eine absurde Situation. Ja. Eigentlich musst du da raus und du hast es da schöner in dem neuen Haus. Absolut. Du kannst im Garten sitzen und hast endlich mal ein bisschen Sonne und gut. 1000 Hektar. So. Man hat einen Wald vor sich. So. Kann denn dein Sohn nicht ein bisschen vermitteln? Nee. Die sollen sicher nicht in Armen liegen, aber die soll zumindest zustimmen, wenn deine Lebensgefährtin dich besuchen käme. Ja, das würde er möglich machen, aber nur dann, wenn seine Frau auf Arbeit ist. Ach, was sind denn das für Zustände, Mensch? Ja, das ist schrecklich. Das haben wir alle nicht gewollt und er wünschte auch, es wäre eine andere Situation. Mhm. Aber sie lehnt es rundherum ab, mit ihr zu sprechen und um Ecke. Hans, wenn du, sag mal so, wo dein Herz so hintendiert, ohne jetzt eine Entscheidung zu treffen. Ja, eindeutig zum Sohn. Und zu meiner, zu ein bisschen Freiheit, zu frischer Luft. Dann haben wir die Entscheidung jetzt schon gefällt. Ja, gefällt. Das sind noch nichts. Ich habe noch nichts in die Wege geleitet. Nee, aber ich meine, so jetzt in unserem Gespräch. Ich habe das ja gerade schon so gewittert, dass eigentlich die Richtung zum Sohn geht. Ja. Du kannst. Also das ist von klein an, dass das Verhältnis auch Vater-Sohn, Sohn-Mutter, dass das immer viel, viel besser zum Sohn war. Das erkennt auch die Mutter selbst an, also meine Lebensgefährtin. Woran es gelegen hat, weiß ich nicht. Vielleicht, weil ich ihm helfen konnte in seinen schulischen Belangen, in allen Nöten, die ein pubertärer Junge hat. Du würdest dich da gut aufgehoben fühlen bei dem Sohn? Absolut. Absolut. Zumal noch ein Enkelkind da ist, da ist ein bisschen Leben in der Bude, nicht? Also dann würde ich ja wirklich jetzt sagen, nach dem, was du geschildert hast und wie du es auch so angedeutet hast, dass das dann womöglich die richtige Entscheidung wäre. Und dass ihr beiden, das heißt deine Lebensgefährtin und du, dass ihr erstmal natürlich dann viel telefoniert wahrscheinlich, die erste Zeit. Und ich hoffe mal an den guten Kern der Schwiegertochter, dass sie vielleicht doch ein bisschen großmütiger wird und den Besuch zulässt. Ja, sie brauchen sich ja nicht, wie du ganz vorhin am Anfang angedeutet hast, sie brauchen sich ja nicht gleich um den Hals fallen. Nee, vor allem du bist ein kranker Mann und da müsste sie eigentlich so viel Größe haben, diese junge Frau, dass sie sagt, okay, dann soll sie ihn besuchen. Sie muss ja nicht zu der Schwiegertochter ins Wohnzimmer kommen. Sie soll ja dich besuchen kommen. Ja, das ist richtig. Ob man das dann mit der Zeit hinkriegt, vermag ich nicht zu sagen. Das wäre von mir auch vermessen, denn man kann wirklich in
keinen anderen Menschen hineinsehen. Mhm. Und wenn man ihn noch so gut kennt, selbst bei der Lebensgefährtin, da kann ich auch nicht reinsehen. Ist denn mein Eindruck richtig, dass diese Beziehung zwischen dir und deiner Lebensgefährtin schon eigentlich auch angeknackst ist? Könnte man so bezeichnen. Mhm. Aber ohne Schuldzuweisung. Ja, ich verstehe. Ich verstehe. Ja, das hängt aber auch mit meiner Krankheit zusammen und mit ihrem dünnen Nervenkostüm, was für mich ganz normal ist. Vielleicht ist es so dann sogar eine Erlösung für euch beide, dass ihr mal durchatmen könnt. Vielleicht ist es für sie auch gut, mal ein bisschen wieder eigenständig zu sein und auch nicht diesen großen Druck zu spüren, den schwerkranken Mann an der Seite ständig zu haben. Und ja, zu wissen, dass der Mann in guten Händen ist. Ja, aber auf der anderen Seite fragt man sich, tut man dem Sohn und seiner Frau und dem Kind einen Gefallen? Denn wenn es nach den Ärzten gegangen wäre, wäre ich ja nach 3-4 Jahren schon tot. Jetzt. Pass mal auf, Hans, wenn dein Sohn dir das angeboten hat und der für dich da was gebaut hat und da eine Wohnung ist oder ein Zimmer, und wenn du sagst, dass das ein Liebes, wirklich ein herzliches, tiefes Verhältnis zwischen dir und deinem Sohn ist. Ja, das ist so. Dann ist das eine Selbstverständlichkeit für einen Sohn, dass man den Vater besonders, wenn es ihm schlecht geht, nimmt. Da musst du kein schlechtes Gewissen haben. Naja, aber und da hängst du ihm keine Last an. Naja, aber wenn es noch so viel schlimmer wird, ich meine... Das wird er wissen, das weiß er. Das wird er schon kalkuliert. Ja, ich habe ihn ja aufgeklärt. Also das sind so eine Sachen wie Inkontinenz des Urins, des Stuhlgangs. Und das sind ja nicht angenehme Sachen. Aber das sind alles Dinge, die er weiß. Und dennoch hat er gesagt, Papa, komm. Genau. So, dann sollte der Papa auch kommen. Ja. Finde ich. Das ist tröstlich aus einem... neutralen Mund. Ja, also wie du es mir jetzt geschildert hast, würde ich das dann doch schon so sagen, lieber Hans. Ja, ich danke dir. Ich wünsche dir wirklich viel Kraft und alles Gute für deine Genesung. Auch. Vielleicht schaffe ich noch die 0. Ja, was bist du jetzt 67, ne? Ja, ja. Lieber Hans, alles Gute von Herzen. Ich danke dir ganz herzlich. Auf Wiederhören. Wiederhören. Und hier ist der Marco. Marco ist 28. Ja. Hallo Marco. Ich wollte gerade noch vorab, was zu dem, ich weiß nicht, wie er hieß, Hans. Ja, zum Hans, sehr gerne, ja. Ganz kurz sagen, dass er auf jeden Fall das Angebot annehmen sollte. Und findest du auch? Ja, weil es ist selten so, dass die eigenen Kinder so reagieren. Ja, und ich glaube, sein Herz... Man hat es rausgehört. Ja, mein Herz rausgehört, ja, fand ich auch. Ja, genau. Und was geht's bei dir, Marco? Bei mir geht's darum, dass ich von klein auf recht einsam oder allein war. Also ich war als kleines Kind immer viel krank. Und immer wenn dann die anderen Kinder draußen gespielt haben, war halt ich mal wieder krank und so. Und dann war halt Mama auch da und dann bin ich so ein bisschen aufgewachsen so mit diesem Begriff Mama-Kind. Habe mich dann immer hinter Mamas Rockzipfel versteckt. Auch Einzelkind? Nein, nee. Das nicht. Wie viele Geschwister gab es noch? Eine größere Schwester. Ah, ja. Und dann wurde ich älter und dann war aber schon das mit Schule, also im Grundschulalter, dass ich da schon im Prinzip alleine war. Und überall haben sich die Grüppchen gebildet und es ging dann so weiter. Je älter ich wurde, desto schwieriger fiel es mir, irgendwie Leute zu kontaktieren, auf Leute zuzugehen. Und also immer ein Einzelgänger. Genau. Gewesen. Ja, genau. Das ist heute mit 28? Immer noch so, ja. Okay. Und was machst du vom Beruf? Ich bin Altenpfleger. Altenpfleger. Ja. Und umso gewichtiger ist, kurzer Einschub nochmal, deine Einschätzung auch von Hans gerade. Ja, du hast ja ein gutes Gefühl dann auch für ältere Leute und was die so sagen und was die möchten. Eben. Ja, das sagte ich auch. Ja. Hast du denn hast du schon mal eine Beziehung gehabt? Ja, das ist, so jetzt greife ich gerade der Thematik vor. das ist ja mit so auch das Problem, was daraus entstand. Also zum einen, ich habe kaum, also nicht viele Freunde, einen sehr beengten Freundeskreis und selbst da tue ich mich sehr schwer. Jetzt, was weiß ich, wenn wir abends in die Disco gehen oder so, das ist überhaupt nicht meine Welt, da fühle ich mich total unwohl und deplatziert. Und aber immerhin, es gibt ein paar Freunde. Ja, immerhin, das stimmt schon. Ja, das ist schon mal, ist ja schon was. Das stimmt. Das stimmt. Mhm. Es gibt sogar eine Freundin, also so, ich habe mehr weibliche Freunde als männliche. Ja, ist ja egal.
die sogar in der nähere Umgebung wohnen, weil alle anderen sind weiter weg und ja. Da ist dann mit dem Kontakt auch nicht mehr so gegeben. Ja. So, und, das mit Tim. Beziehung war es im Prinzip ähnlich. Also es gab schon Frauen. Bis ja, aber die habe ich nicht real kennengelernt, sondern nur über Internet. Ich glaube, das war vorher auch schon mal Thematik. Ach so, es gab keine reale Beziehung mit einer Frau. Doch, das hat sich dann daraus entwickelt. Ah ja. Aufgrund von der Internet, aber das. So hat es angefangen. Ja, und das ist eigentlich, also finde ich immer noch ein bisschen, ja, unnormal. Ja, oh Gott, ja, was heißt unnormal? Normalerweise lernt man sich halt erstmal über Blickkontakt oder übers Äußere sehen und da in den Chats und so, da wird da schon ein halber Seelenstrip hingelegt. Ja. Und man kennt sich dann im Prinzip schon so weit und erst dann kommt man im Prinzip aufeinander. Wie lange warst du denn mit diesen Frauen zusammen dann hinterher real? Das längste war ein Dreivierteljahr. Mhm. Ja. Wie sieht es mit der Sexualität aus? Gibt es oft? Oder auch nee, wahrscheinlich auch nicht so oft, ne? Nee, nicht so oft. Also ich hatte schon sexuelle Erfahrungen und fühle mich jetzt da nicht irgendwie, dass ich jetzt sage, Jesus Gott und kenne mich gar nicht aus. Ja. So nicht, aber das ist mir jetzt auch gar nicht so wichtig, muss ich sagen. Also was ist jetzt für dich so wirklich das Problem und auch der Hauptgrund, weswegen du angerufen hast? Ja, das ist da aus dieser Einsamkeit, also es ist wirklich ein richtiges Einsamkeitsgefühl, wo ich habe. Ja. Und alleine und ja, für was bin ich denn eigentlich hier und so. Und hatte da von diesen Gedanken her auch schon zwei Suizidversuche unternommen. Mhm. War dann auch in Behandlung und so. Und also ein Sinnlosigkeit. Das verlagert. Also dieser Wunsch nach einer Partnerschaft oder überhaupt auch nach Freunden noch einfach mehr aus mir rauszukommen sozusagen, hat sich verlagert dann, weil das ja nicht ging und ich da immer vor eine Wand stieß, hat sich jetzt verlagert in die Sucht nach Kontakt in Form vom Telefon, also dass ich dann auf so Flirtlines angerufen habe oft und so. Und da entsteht jetzt auch noch finanzielle Schulden. Ich merke das. Das dauert ganz lange, bis du das jetzt ausgesprochen hast. Das ist ja unangenehm, ne? Ja. Ich mag's. Ja. Also du bist auf diesen Sex-Hotlines. Nee. Flirt-Hotlines. Mittlerweile sind also früher war es Sex-Hotlines, ja. Und jetzt sind es Flirt-Hotlines. Also ja, aber die Kohle kosten. Die ist genauso viel kosten. Das ist ja. Wie viel hast du schon ausgegeben? Bisher. Ja. Jetzt die letzte Rechnung war innerhalb von 3 Tagen 3.000 Euro. 3.000 Euro? Innerhalb von 3 Tagen? Ja. Kann man überhaupt so viel mit denen telefonieren? 2 Euro pro Minute und dann halt mehrere Stunden am Tag. Boah, das ist ja heftig. Ja. Ja, da bist du doch pleite. So viel verdienst du doch auch nicht in deinem Job. Ja, nee, ich bin auch pleite. Das ist ja jetzt auch mit. Also das war jetzt im Prinzip auch dann der Grund meines letzten Suizidversuchs, weil eben so alles, keine Freunde, keine Partner, keine Partnerin. Ja. Ja, so ein Sinnlosigkeitsgefühl. Alles, ja, alles so ein bisschen, für was bin ich denn eigentlich da und so. Also das bringt ja alles nichts, ich weiß nicht, was ich will und so. Also ich halte jetzt nochmal fest, du hast ein paar Freunde. Es gibt ein paar Leute um dich herum. Du hast sogar eine ganz gute Freundin, sagst du. Ja. Das ist schon mal gut. Das muss man mal so als positiv schon mal festhalten. Ja. Es gibt ja Menschen, die wirklich ganz alleine sind, die überhaupt niemanden haben. Genau. So, jetzt ist da so eine Sucht entstanden. Ja. Ist die Sucht so, dass du die selbst nicht mehr entscheiden kannst, dass du sagst, ich beschreibe es immer so, am Anfang merke ich, das ist blödsinnig, da anzurufen. Das ist ja totaler Quatsch, das bringt mir nichts. Und dann merke ich aber, wie das immer mehr so an mir nagt oder so zieht und und es wird immer stärker und mein okay, mein, da kann man ja so ein bisschen auch helfen, indem man einfach diese Nummern sperren lässt bei sich. Das kann ja deine Telefongesellschaft kann das ja machen. Ja, mittlerweile ist, also jetzt ist es auch wieder so. So, das ist schon mal ganz gut, dass du da gar nicht in Versuchung gerätst und wenn du dann das schon mal nicht. Aber das Problem muss ja an der Wurzel gefasst werden. Ja. Nämlich so dieses das ist so eine Sinnerfüllung wieder. In dein Leben kommt. Ja. Mhm. Und wobei, das hatte ich ja eh noch nie. Also muss ich wirklich sagen. Hast du eh noch nie? Nee. Du hast ja einen sehr, wie ich ja immer finde, und ich formuliere immer meinen hohen Respekt vor Menschen, die deinen Beruf ausüben. Du hast jetzt dich für diesen Beruf entschieden, der ein sehr, sehr sinnvoller Beruf ist. Mhm. Das ist ja nicht irgendein Larifari-Beruf. Ja, das stimmt. Ja, das Arbeiten ist auch oftmals auch. Also du machst schon sehr viel Sinnvolles in deinem Leben, muss ich dir sagen, ohne dich persönlich zu kennen. Das musst du dir auch so vor Augen halten.
sehr viel Sinnvolles. Und du wirst manchem Menschen schon ein Engel gewesen sein, bestimmt. Vielleicht solltest du auch da mal einen Blick drauf lenken. Das nimmst du vielleicht so als selbstverständlich in deinen Beruf und hast noch gar nicht so darüber nachgedacht. Ja, nee. Aber das ist schon eine tolle Sache. Ja. Ja, das wirkt, finde ich schon. Also, was ihr leistet, die ihr im Pflegebereich arbeitet, das ist so hoch zu schätzen. So hoch zu schätzen. Vielen Dank. Ja, und du weißt, das muss ich dir nicht sagen, wie viele einsame alte Menschen es gibt, die auch keine Verwandten mehr haben. Ja, das und stimmt. Und dann seid ihr, das Pflegepersonal, seid die direkten Ansprechpartner. Genau, ja. Eine irre sinnvolle Arbeit, die du da leistest. Sowas haben wir schon mal in dem Beruf abgeklärt. Das ist sehr sinnvoll. Ja, das stimmt. Ne? So, und das andere, da wäre es natürlich schön, sowas passiert immer über Menschen, dass du noch vielleicht noch mehr unter Menschen kommst. Dass du mehr noch vielleicht ein versuchst, überlegst, was dich interessieren würde, hobbymäßig, dass du in Gruppen kommst oder in Vereinen oder irgendwas, was dich so interessiert. Sport, es gibt ja 100.000 Sachen, die man gemeinsam machen kann. Ich glaube, das ist immer ein guter... Da habe ich auch so ein Talent entwickelt. Also ich interessiere mich auch für Sport und so, aber das sind dann immer so Sportarten, wo man im Prinzip alleine macht. Mhm. Also ich habe da irgendwie auch so ein Talent dafür entwickelt, dass ich immer schön alleine bin. Geh doch mal einfach so in dich und geh mal so die ganze Palette von allem, was man so machen kann im Leben, so in der Freizeit, durch von ich sag's mal, von Chorsingen bis, bis Volleyball spielen oder in der Kirche aktiv sein. Ich weiß nicht, ob du gläubig bist oder weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht, ne? Du bist kein... Nee. Ist ja auch jetzt egal, weil auch nur so ein Beispiel. Dass du einfach mal alles so durchgehst und überlegst, was könnte denn annähernd mich so ein bisschen interessieren? Und dann tritt man sich mal ein bisschen in den Hintern und geht mal zum ersten Mal zu so einer Gruppe hin. Und ich sag dir, irgendwas passiert mit dir und dadurch. Und wenn es nur die Tatsache ist, dass du stolz bist, etwas ausprobiert zu haben, das ist wieder ein Erfolgserlebnis. Ja. Ich glaube, nur so kommt man aus so einer Eigenbrödelerei heraus. Du sprichst nämlich mit einem Fachmann, weil nämlich ich habe auch früher sehr dazu geneigt, eigenbrödlerisch zu sein. Ah, ja. Und weiß, wie schwer der Weg dann so daraus ist, der erste Schritt. Ja. Das ist mühsam, weil man hat es sich ja bequem gemacht in dieser Identität. Genau. Ja. Genau. Aber du bist jetzt. Bitte? Eigentlich, ja, da kennt man sich aus, da fühlt man sich wohl, mehr oder weniger. Ja, 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 aber letztendlich fühlt man sich auch wieder nicht wohl. Ja, klar. Ja, aber es gibt einem so eine Sicherheit und sowas. Und man wird dann, wenn man so lange so gelebt hat, wird man auch träge. Und das bedarf großen Kraftaufwand, den Schritt nach außen zu machen. Aha. Das musst du versuchen. Das weiß ich ja nicht, was einigermaßen für dich irgendwie zutreffen könnte. Ja, ja. Ja, da muss ich selber mal in mich gehen. Sozusagen. So, und wenn jetzt das seelische Tief so gravierend ist, wenn du sagst, dass du so Suizidüberlegungen hattest, ich meine, dann hast du natürlich als Notbremse immer noch als Notbehelf, dass du dich wirklich auch psychologisch oder psychiatrisch betreuen lassen solltest, wenn es wirklich so schlimm ist, wo du... Ja, doch, das bin ich schon. Das bist du schon. Ja, ja. Ah ja, gut, dann bist du ja da, ist das ja auch schon mal abgeklärt. Dann, das heißt, es liegt jetzt viel in dem Bereich, wo du selbst agieren musst. Genau. Mhm. Mhm. Ja, aber da ist eben so, dass, ja, wie du gerade gesagt hast, dass die ganze Bandbreite liegt im Prinzip vor mir, aber ich kann nichts greifen, also es ist alles so. Ja, weil es noch theoretisch ist, du musst es tun. Man muss es immer tun, das ist immer das Größte, man muss immer den kleinen Schritt wagen. Und auch wenn man dann wieder Rückschritte in Kauf nehmen muss, weil man dann vielleicht das Gefühl hat, ach, das ist doch nichts für mich und ich kann das nicht, das nervt mich mit den Leuten. Okay, dann brappelst du dich wieder und machst einen neuen Schritt. Das ist alles mühsam. Aber du wirst belohnt irgendwann mit dem Gefühl, wie toll, dass ich es damals versucht habe. Weil sonst sieht das sehr übel aus mit dir. Ja, ja, ne, ja, du hast es ja schon gemerkt, wie leicht man seelisch abrutschen. Ja, stimmt, genau. Und dann kann man auch leicht in eine Drogensucht verfallen oder ich weiß nicht, irgendwas anderes Schreckliches. Mhm. Ja, du hast recht, durchaus, ja. Muss ich sagen. So, das war jetzt meine Einschätzung. Und denk nochmal sehr darüber nach, weil ich das wirklich aus tiefstem Herzen ernst meine, was deinen Beruf anbelangt. Da kannst du, glaube ich, sehr viel Kraft und sehr viel Sinn herausschöpfen, was du den ganzen Tag lang tust. Möchtest du noch ein Gespräch mit meiner Psychologin führen? Gerne. Gerne. Ja. Okay, dann legst du bitte auf und Sabine ruft dich zurück. Alles klar, vielen Dank. Alles Gute, Marco. Ja, tschüss. Ciao.
Ihr Lieben, das war's für heute. In der Technik war Volker Thake. Morgen heißt unser Thema: Soll ich oder soll ich nicht? Ich würde gerne mit euch diese Frage erörtern. Um 1 Uhr sind wir da, Radio 1 live.